Ja. Folge 11. Ja, das... Ja, richtig. Ja, ich weiß, ganz genau. Ja, bei einigen Folgen habe ich mich vertan. Das tut mir unendlich leid. Ach, was? Quatsch. Ja, ich muss es... Ja, ich weiß. Nee, ich beginne doch gerade hier. Oh, sorry. Ich befinde mich hier gerade hier am Strand. Ich werde gerade hier bedroht von irgendwelchen komischen Kreaturen. Die sind widerlich. Ja, Athanos irgendwie, Molerats oder Molerats. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt aufhören. Ja, entschuldige bitte. Ja, danke. Folge 11, ihr habt's gehört. Willkommen wieder mal zur Folge 11. Ja, ein bisschen einkaschen hier. Ja, das ist doch schön da hinten, ne? Aber wir sind hier immer noch auf dieser Insel. Gott, ist das laut, Mensch. Ich habe hier nur ganz laute Wellengeräusche. Ja, Atmo. Ein Moment. Da. Ja, ich musste gerade eben telefonieren übers Headset. Ja, dann gucken wir doch mal. Wir haben hier nämlich hier noch einige Molerats herauszulösen und zu killen. Erst dann können wir die restlichen Heringe. Ich glaube, mir fehlen noch mal 11, hatte ich gehabt. 9 Stück fehlen. Ja, da kommt einer an. Hier, da kommt einer an. Mal gucken, können wir diesen Stein als Hindernis nehmen, damit er. Naja. Ja, okay. Ja, wir müssen überspringen. Ein bisschen verwirren. Einmal Günther Jauch. Genau, richtig. So, jetzt bist du verwirrt, du Molerat. Dafür musst du mit deinem Leben bezahlen. Und ein bisschen Fleisch. Okidoki. Dann müssen wir ein bisschen was essen. Ein paar Waldbeeren könnte ich mir zu Gemüte führen. Noch eine leckere Waldbeere. Ach ja, und man sollte mal ein bisschen speichern. Das mache ich übrigens immer, nachdem ich ein Vieh gekillt habe. Ich glaube, der Trick ist alt, oder beziehungsweise die Strategie ist alt. Yes. Okay. Let's find the moments. Hüpfe. An wen erinnert mich dieser Gang? Na, Verstecken spielen? Wo bin ich? Hallöchen. Oh, da kommt der nächste. Ist auch schon gleich bei mir. Ja, das werde ich nicht schaffen, also spring ich mal eben in die Freiheit. Ging wohl nicht, okay. Ja. Zwei auf ein, das ist gemein, das giltet nicht. Nein? Ach, Gilde, apropos Gilde. Ich bin in keiner Gilde. Nee, noch nicht. Noch nicht, vielleicht komme ich ja irgendwann mal in eine Gilde. Zippe. So, jetzt gucken wir mal eben, wie der Abstand hier ist. Okay. Ja, okay. Da kommt er schon. Oh, jetzt stecke ich aber im Wasser hier. Das ist nicht so pralle. Jetzt muss ich mal eine schwache Seite. Ja. Ist gut. Wir wissen das. Gott, verdicke Mann. Oh, Leute, ey. Nein. Ich bin aufgeregt. Ich will diese Molerats killen. Ich will sie killen hier. Nee, die machen ja, das sind ja Lurker, glaube ich, ne? Dieses Molerats, die klingen ja irgendwie gepitchte Schweine. Also die Wildschweine und aussauen. 1, 2, 3, 4, 5 sehe ich. Na, das wird ein Kampf, Leute. Was machen? Nehmen wir den anderen, der hier in der Ecke ist. Oh yeah. So, diesen hier will ich mal locken. Bro, lock it. Ja? Bleibst du jetzt stehen? Ja. Versucht auch seine Taktik zu ändern, dieser Athanos Molerat. Aber nicht mit. Ich haue zu. Ich haue mit meiner Sense zu.
Denn ich bin der Sensenmann. Und an den Sensenmann kommt keiner ran. Nein, jetzt, jetzt. Und Schluss. Wow. So sag ich doch. Sag ich doch. Ach ja, ich muss mal irgendwie an einem Lagerfeuer mal Fleisch braten. Super klasse. Bisschen Brot belegt mit Käse heute. Aha. Edamer. Naja, der hat nur 40% in Trockenmasse. Ja, mal wieder schön speichern. Ja, ja. Ja, ja. So. Dann haben wir mit. Dann haben wir ihn hier. Genau, richtig. So. Gucken, gucken, gucken. Zuhauen, nach hinten springen. Ein bisschen verwirren. Aber er hat mich mehr verwirrt, glaube ich. Jetzt habe ich natürlich wieder meine Taktik bzw. meine Schlag. Systematik hier nicht gerade drauf. Und nein. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Aber da bin ich ganz eifrig. Da will ich jetzt. Da will ich jetzt durch. Da will ich jetzt Mole Rats durch. Nur dauern. Mein Gott. Wann dauert's? Habe ich irgendein Schild, einen Schutz oder sowas? Weiß ich jetzt nicht. Guck ich jetzt auch nicht an. So, nur Red. Hat mich wieder so angehört. Er hat mir unheimlich viel Energie geraubt jetzt eben. Jo. Ja. Dieser Mole-Ratten. Brot. Und Cheddar ist in der Sammlung drin. Ja, Blutwurst wollen wir noch nicht. Oh Mann, oh Mann. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich bin heiß auf Mole-Rat-Fleisch. Mhm. Ja, okay. Dann. Was macht denn jetzt? Hallo? Ich habe überhaupt gar keinen Zauber ausgewählt gehabt. Was ist denn das jetzt für eine komische Geschichte? Jetzt kann ich ihn nicht mal killen. Oh. Tolle Nummer. Super klasse. Und jetzt? Absturz? Nein. Okay, ganz schnell was essen. Schnell essen, schnell essen, schnell essen, schnell essen. Käse. Und ein Brot. Da ist ja Heinz wieder. Und? Hat mir was gebracht? Nein, nicht viel. Habe ich jetzt den richtigen Spielstand? Ich bin so... Jetzt bin ich jetzt durch. Ich weiß ja, wo ich stand. Na komm. Mhm. Das ist wohl das Richtige. So, jetzt habe ich nämlich. Jetzt will ich wieder meine Waffe ziehen. Okay, jetzt zieht er die richtige Waffe wieder. So was Dulles jetzt. Oh. 1, 2, 3, 4. Da hinten auch einer. Super geil. Also. So, jetzt wollen wir sie mit dieser Frage mal verwirren. Ja, wo bin ich denn? Ja, wo bin ich denn? Ich bin hier und hau dir einen auf Schädel. Okay, oh, siehst du? Habe ich jetzt weniger einbüßen müssen, aber trotzdem werde ich nochmal. Da waren es nur noch. Da waren es nur noch. Wie viele sind denn jetzt noch? Das ist jetzt echt ein harter Kampf. Oh, jetzt wird es auch noch diesig. Mein Gott. Und es regnet. Und es ist 16.34 Uhr auf der Gothic. In diesem Gothic-Kontinuum. So, macht sich denn hier noch was bereit?
Ich kann es auch so machen. Ich kann ja bis hierhin gehen und erstmal gucken, ob ich noch die fehlenden Heringe finde, die mir noch irgendwie fehlen. Das sind nämlich noch ziemlich viele. Heringe. Ich brauche ja Heringe. Keine Sardinen, keine Fische, keine Rollmöpse. Ich brauche Heringe. Und auch keine Zeltheringe. Ja. Und es rauscht die Brandung und das Meer. Ah, da ist einer, da ist einer. Das ist ein Fisch. Supergeil. Wasser auf dem Land, Wasser in der Luft, Wasser auf See. Ja. Das ist echt. Oh ja, toll. Es regnet. Wieder mal. Okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen dran gewonnen. Kann mal. Nee, das machen wir mal nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kommen Sie gleich wieder hin. Nee, das hört sich nach Schlussmelodie an. Das Geschichte. Nee, jetzt kommen Sie wieder. Okay, mal eine Partie Rücken schwimmen. Immer noch. Oder was oder wieder will was. Haut ab. Werden Sie weniger? Okay, schauen wir mal. Oh, gucken wir mal, ob wir einen Schatz haben. Eine Perle haben wir wieder erhalten. Nicht zu holen. Ach so. Das ist die Lautsprecher auszustellen. Muschelfleisch erhalten, das ist auch lecker. Super geil. Okay, okay. Was ist das? 140 Leute. Was mache ich jetzt? Will ich jetzt die Mole-Rats noch killen oder was? Aber nicht bei dem Wetter. Nein, nicht bei dem Wetter. Also. Außerdem ist es ein scheiß Wetter. Außen schien heute die Sonne, habe ich ja erzählt. Komm. Geh auf das Schiff. Hallo? Jetzt passiert mir das auch mal. Gut, okay. Also wir haben ja gemerkt, jetzt treibt das Schiff davon, wir haben ja jetzt gemerkt, dass das ein Autonavi hat. Hey, geil. Autonavigation, aber ich bin nicht schneller als das Schiff. Okay. Ich bin leider nicht schneller als das Schiff. Ja, da schwimmt er seinem Schiffchen hinterher. Du Dödel! Bei diesem Wetter, ne? Könnte man irgendwie so eine kleine Einblendung machen oder einen Witz erzählen. Aber ich kenne keine Regenwitze. Wie schnell das Schiff weg ist. Grüßen von Heinz Erhard mit Rudi Carell. Ich stehe im Regen. Okay. Ja, ist schön. Ist schön, dass wir jetzt mal hier auf dem Meer schwimmen. Ja, die Mole Rats können eigentlich unheimlich aufregen. Also in einigen Modifikationen und auch im Originalspiel hat man die ziemlich schnell erledigt. Zuerst waren es ja die Scavies, also die Scavenger und dann die Mole Rats und jetzt sind die halt eben ein bisschen schwieriger zu nehmen. Das ist aber mit dem Ganzen auch kein Ab. Das ist mal auch so eine Geschichte, wo man sagt, hey, ist es mal anders? Nee. So. War klasse. Ja, das ist natürlich auch. Es regnet, da könnt ihr jetzt nicht ernten gehen. Glutenfreien Weizen oder was das hier ist. Hatte. So, gehen wir jetzt mal hier zum Beet. Ich brauche den nicht ansprechen, der wird mir sagen, ich werde nämlich erstmal eine Runde pennen. Wenn das Bett hier angezeigt wird. Und, ja, wird nicht angezeigt, aber wir wissen, dass wir hier schlafen können. Sonst er motzt nicht. Gut.
Ja. Okay. Ich gehe jetzt nicht mehr wieder rüber zur Insel, beziehungsweise ich fahre nicht zur Insel rüber, weil wir haben ja noch so eine Apfelquest. Apfelbaum und eine Leiter, die, wo die Leute nicht wissen, wo die Leiter steckt. Dann wollen wir da mal hin. Oh, schön. Sonnenmorgen an den Aufgang, in den Sonnenaufgang. Denn die Apfelquest, da soll ja ein Apfelbaum sein. Und bin der Meinung, jetzt mal auch mal ein bisschen speichern. Dann waren auch noch die Ratten da, weil die Anna, Angst vor Ratten hat. Ich hab sie, was? Und ich hab sie ausgelacht. Die war unheimlich böse. Dabei sieht Anna unheimlich hübsch aus, finde ich. So. Ein paar Waldbärchen. So, und ich muss damit rechnen, dass hier auch Ratten da sind. Aber where are the rats? Wer sind die Rats? Wo ist der Apfelbaum? Wo ist der Apfelbaum? Der Apfelbaum. Hier ist eine Texturgeschichte. Ja, ist ein Fehler. Das Mesh nicht abgeschlossen. Ah, ich höre was. Okay, dann waren wir ja schon drinne. Ah, ja, ja. Da sind sie. Da, there they are. In case of its rats. So, ich glaube, das ist wohl. Ich kann ja noch ein paar Rädchen auf einmal nehmen. Weil... Oh, die haben mich auch schon ein bisschen erwischt. Finde ich aber nicht gut, ihr Ratten. Das finde ich nicht so pralle, dass ihr das so macht. Nein, nicht gut, nicht schön. Okay, ich höre Lager. Was ist das? Ja. So, irgendwo da hinten rechts. Also, ich muss mein Bild spiegeln, sehe ich gerade. Wenn ich nämlich. Ne, also, das habe ich vergessen einzustellen. Na gut, okay. Beim nächsten Mal. Hm? Nee, weiß ich ja nicht, wo die Leiter ist. Da hinten sind wir wieder. Eine Ratte, noch eine Ratte, hier eine Ratte, dort eine Ratte. Das sind aber Räuberratten hier. Was? Da habe ich nicht drauf geachtet, ey. Nein. Mach ich mal den Fehler hier? Ne, das war jetzt falsch. Oh. Tabletten? Kraftschabletten? Okay. So, ich muss mal ein bisschen runterkommen. Ich bin nämlich ein bisschen überdreht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Kommt Ratten? Ah, okay. Ach, da ist er in der ganzen. Oh, da sind vier Stück. Heißt, man kann ihn nicht einfach so. Und hier hin. Nichts zu holen. Kann man nichts holen, richtig. Danke dir auch, wer immer das da ist, noch eine. Das ist lustig, die läuft an mir vorbei. Und dann? Weiß ich nicht. Jetzt. Okay. Steht aber auch nicht dran, wie viele Ratten es denn sind, die man halt eben für Anna vernichten soll. Vielleicht steht das ja am Lock. Rattenplage, nee. Anna fürchtet sich vor Ratten, die sich in der Nähe ihres Hauses aufhalten. Die meisten befinden sich auf einem Hügel in der Nähe des Hauses. Andere wiederum halten sich hinter Johanns Scheune in der Nähe des Apfelbaums auf. Also das müsste dann wohl hier sein. Und vielleicht finden wir auch eine Leiter. Ach, hier ist was. Das könnte eine Leiter. Nee, das ist keine Leiter, aber hier geht es irgendwie in so eine Mauer rein. Warum steht denn dieses Stück Holz da? Ach, deswegen, damit man schön gucken kann. Ja, okay. Roland auf Abwägen.
Hier geht's nicht weiter. Ja, ich weiß, dass da Löcher sind. Hier liegt doch was. Nee, Textur. Textur. Mondschatten. What the hell is Mondschatten? What is Mondschatten? Mondschatten, Lebensenergiebonus 24. Aber auch sonst nichts Besonderes. Heilkraut ist gut. Ist sich das der Apfelbaum? Na, ist er das? Ne. Soll eigentlich Apple drin sein. Mal gucken. Offensichtlich. Kann man jetzt nicht offensichtlich sehen, aber hinten krabbelt wieder was. Hm? Da hinten krabbelt wieder was und dann müssen wir mal gucken. Oh, da hinten krabbelt sogar mehrere. Hallo, ich werde es mal mit Waffe ziehen. Ja, ja. Drei Stück Mist. Oh, ich bin endlich mal eine Stufe gestiegen. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da kommt eine ganze Kolonne hier. Ich bin nicht gerade gut im... Weglaufen. Wo sind sie weg? Okay. Da kann ich noch lecker was knabbern. Auf Wasch. Das ist was. Wasser bringt auch ein bisschen was. Wollte sich ja nicht so einseitig ernähren. Dann sehen wir hinterher alles aus wie Dönertiere. Dönertiere. Was ist das? Muschelfleisch. Ah, auch gut. Was hier das roh unbedingt, unbedingt genießbar. Also kann man das auch wohl wahrscheinlich garen, speichern, braten oder kochen. Ja. Aber Blonne hat doch einen Ratten. Da hinten ein Haus? Was anders Haus hat? Haus hat. Ja. Oh, die sind gut getan, die Scheißteile. Dafür haben sie nicht so eine Reichweite. Ach, die knabbern dann nach so Lüste. So, ein bisschen zurückgehen. Zaun die ab. Oh, zeig mir den Hintern. Rudele. Dann haben wir die jetzt auch. Ich doch. Oh, die sicherheitshalber noch. Was machen wir für einen Apple? Ach, ich mach einen Fisch. Leckere Omega-3-Fettsäuren. Und noch ein Brot kann ich noch. Knurps, knurps, knurps. So, wo ist jetzt das Apfelbäumchen? Das ist die große Frage. Das ist der Apfelbaum, das müsste ja sein, nicht? Hier ist nämlich. Aha! Aha! Toll, da kommt man natürlich nicht hoch und deswegen die Leiter. Okay, deswegen. Ach, hier liegen Äpfel. Oh, hier liegt der Äpfel. Der Fallobst. Ja? Könnt ihr jetzt einen Witz machen? Apfeltorte. Mal eben gucken, wie viel Äpfel verlangt werden. Dorothy bittet mich für sie 20 Äpfel zu pflücken, damit sie für ihre Tochter Charlotte einen Apfelkuchen backen kann. Na, Apfelkuchen, da dämmert mir doch was. Velaya, das war das Geheimwort, um überhaupt da reinzukommen. Okay, naja, wahrscheinlich futtert Charlotte wie üblich die meisten Äpfel selber, bevor der Kuchen fertig wird, aber egal. Den Gefallen kann ich Dorothee schon tun, da sie für uns Waffenknechte zuweilen auch einen Kuchen backt. Lecker. Der Apfelbaum steht hinter der Scheune. Leider wissen Dorothee und ihre Familie nicht, wo die Leiter steht. Johann hat sie anscheinend aus Vergesslichkeit verlegt. Na, dann werde ich sie suchen müssen. Leiter. Wo könnte denn die Leiter sein? Also ich weiß, dass ich, wo ich das zum allerersten Mal gespielt habe, mich dumm und dusselig bei der Leiter gesucht habe. Da musste ich irgendwie reingehen oder musste ich irgendwie
Netz suchen. Da, da, da. Ey, das ist ja cool. Die habe ich echt nicht gefunden und aus dem grauen Gehirnzellen, die mein alter Sack noch hier, Kopf hier noch hat, konnte ich mich noch damals erinnern bei meinen Recherchen, wo die Leiter ist. Ja, und jetzt? Was ist jetzt los? Das heißt, Erfahrung 25. Ach, die hat er automatisch dahingestellt. Ja, das ist cool. Das habe ich nämlich beim ersten Spielen, also in der Uraltversion, nicht hingekriegt. Also jetzt weiß ich auch nicht, ob man überhaupt auf die... Also die Leiter kann man wohl jetzt nicht erklimmen. So wie mir das hier gerade... Habe ich den neuen Apple? Ach, jetzt habe ich selber Apple gegessen. Das war geil. Ich soll Äpfel sammeln und esse selber ein paar Äpfel. So, dann habe ich die Quest wohl verdonnert oder was? Dann schauen wir mal. 20 Äpfel. Kommen noch mehr Äpfel. Aber gucken wir mal auf den Eintrag. So, die Leiter ist lang genug. Mal sehen, ob auch genug Äpfel am Baum sind. Es gibt leider kein und Snapping. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Ah, jetzt. Ja, oh Gott, na. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky, das Ganze. Okay, er snappt noch nicht. Snappt er jetzt? Nein. Da muss man ein bisschen genau hingehen. Auch noch nicht. Das ist zu nah. Das ist echt ein bisschen komisch. Ja, dann. Ich auch nicht. Also, das ist echt diffizil, Leute. Das ist zu weit entfernt, sagt er. Also, sind wir schon hier fast richtig. So. Ja, ein bisschen tricky und diffizil, wenn man echt. So, jetzt bleibt ihr oben stehen und. Ah, ein Glück. Ey, lecker Äpfel hier. Guck mal, da sind aber viele Äpfel. Ja, viele Äpfel und vor lauter Erstaunen falle ich wieder runter. Ja, und was dann? So. So, und was mache ich mir jetzt? Also das ist für mich jetzt auch Neuland. Hier hängen nämlich viele Äpfel. Aha. Ah, die andere Seite. Oh, okay. Äpfel. Gut. Okay, Apfel. Ah, das wird wohl klappen. Vielleicht reicht das noch ein bisschen Calvados zu brennen. Seite nicht. Heißt also, ich versuche mal ein bisschen weiter weg und im Schleichmodus. Schleichmodus, sondern normalen Gang. Äpfel zu kriegen. Perfekt. Okay. Ein bisschen. So. Dann. Sehr gut gemacht. Also sowas Lustiges habe ich noch nie gesehen. Okay, da hängen noch ein paar Äpfel. Das jetzt? Es ist 29 Äpfel reicht. Also runter vom Baum hier. Okay. Und jump. Jump in. Ja, ich habe tatsächlich noch ein Eis gegessen, wie ich in der 10. Folge gesagt habe. Aber Knoblauchnuss hatten sie leider nicht. Waren Italiener. Obwohl die Italiener ganz gerne mit Knoblauch arbeiten. So, jetzt möchten wir... Apfeleis hatten sie auch nicht gehabt. Die haben so komische Eise, so mit Nutella und mit Snickers. Oh, scheiße, jetzt mache ich Werbung, das wollte ich auch nicht. So, Dorothy? Hey, du! Hier hast du deine Äpfel, ja. Hier hast du deine Äpfel.
Danke, Roland. Dann hast du die Leiter also gefunden. Wo war sie denn? Sie lag an der Scheune, hinter den Büschen versteckt. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ich selbst hatte sie nach der letzten Ernte dahin gelegt. Wie peinlich. Was? Du selbst hast die Leiter hinter die Büsche gelegt? Ja, da habe ich aber Johann ganz schön Unrecht getan. Du hast ihm doch hoffentlich nichts davon gesagt. Nun, ich... Mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass Johann jetzt böse auf dich ist. Hoffentlich, hoffentlich. Naja, hier hast du 20 Goldstücke für deine Hilfe. Und nochmals vielen Dank. Den Herzlichen. Wilde Mission, Apfel. Schön. Was steht da? Okay, habe Dorothee 20 Äpfel für ihren Kuchen gegeben. Für den Kuchen gegeben und sogar Mottefahrt für 20 Goldstück verdient. Am Ende stellte sich heraus, dass sie die Leiter selbst verlegt hatte, aber dann ihren Mann als den Dumm hinstellen. Nein. Gut, dass ich nicht verheiratet bin. Da bin ich tatsächlich nicht. Ich werde Johann besser nicht die Wahrheit sagen, sonst bin ich nachher der noch schuld, wenn der Ehesegen schief hängt. Na, das ist auch super geil. So, und wer putzt hier? Ja, Charlotte putzt. Hey! Oh, Charlottchen. Geht nichts zu tun. Übrigens, bei der Geschichte könnte ich mal gleich hier kochen. Alles Fleisch braten. Oh, 8 Fleischstücke. Na siehst du, dann haben wir wieder was zu tun. Okay, die Apfelernte. Ach, wir lassen die in die Nahrung auf den Tisch legen. Ja, okay. Nochmal gucken. Was müssen wir nochmal? Rattenplage. Die ist noch nicht erledigt. Hinter dem Haus. Das ist ja die, das Haus. Nee, Anna. Wo ist denn Anna? Wo wohnt Anna? Also hier sind Dorothee und wie ist sie nochmal? Charlotte. Mhm. Hier ist ja nochmal so ein Haus. Die Rattenplage dann komplett eliminieren können. Ratten und Äpfel. Klasse. So, das wird Anna sein. Ja, siehst du. Ich habe die Ratten getötet. Okay, das muss man wissen. Ich habe die Ratten getötet. Wirklich? Danke! Dann sind also jetzt alle tot? Naja, zumindest die meisten. Ich glaube aber, dass du die nächste Zeit auf jeden Fall Ruhe vor ihnen haben wirst. Ja, diese Viecher sind zäh. Würde zu gerne wissen, wo die alle herkommen. Wahrscheinlich haben die irgendwo unter der Erde ein Nest. Ja, wahrscheinlich. Du hast mir sehr geholfen. Daher sollst du eine Belohnung von mir bekommen. Es ist zwar nicht viel, aber kommt von Herzen. Sag aber bitte nichts davon meinem Mann. Keine Sorge, ich kann schweigen. Hallöchen. Hallo Anna. Ganz langsam auf sie zugehen. Ich wollte mal genau gucken, wie sie aussieht. Na, erinnert mich ein bisschen an Dagmar Berghoff. Obwohl, okay, die Älteren wissen, wen ich meine. Aber, schön. So, siehst du, Anna, die sind immer so anzüglich, die Frauen hier. Die eine, die Jutta, oh, ich will nicht, dass du hier von der Insel weggehst. Und die Anna sagt, hier, pass mal auf, gib dir was. Aber sagt nichts, mein Mann, ja, so. Ja, also, Rattenplage ist die denn jetzt auch erledigt? Perfekt. Fischfang ist noch nicht erledigt. Ja, das hatten wir eben schon gehabt, das haben wir schon gelesen. Ach übrigens, weil so viele Ratten da sind, irgendwie unterirdisch, das erinnert mich an Wenzel. Das ein Rattenkönig oder eine Rattenkönigin ist. Aber ich finde das hier, auf diesem Dorf, richtig ist das wahr. So, aber Fischfang. Das kann mir fehlen ja so noch Pfiffe. Pfiffe. Ist doch wahr. Ja. Fische. Es gibt doch nur noch mehr, ja. Das heißt, ich muss wieder rüber, ne? Ich habe ja schließlich einen Tag geschlafen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir, wenn wir eventuell nochmal dem lustigen Boot gehen. Barren. Ob wir da nicht eventuell neue Fische fangen können. Unter anderem auch Ringe. Schauen wir mal, wir haben hier Fische im ganz normalen Stil.
Ja, Hering hatten wir 11, ne? Das ist hier zu sehen. Währenddessen können wir mal gucken, ob es noch irgendwelche Schriften, Bücher gibt, die wir noch nicht gelesen haben. Währenddessen fällt mir durch freie Messe. Leichter Heiltank, leichter Heilt 30 Lebenspunkte, aber nicht auf Dauer. Verstehe ich nicht, warum der grün ist. Ja, hab's das schon? Wo ist denn? Ich hole mir Fischsuppe. So, irgendwelche Muscheln, die wir öffnen könnten, Lederbeutelchen, Horn, Apfel, Tampak, leere Wasserflasche, Bürste, Holzscheibe, Pferd. Pfeilschaft. Ach, schau einer mal an, ein Pfeilschaft. Das heißt also schon so weit vorbereitet, dass ich dann nur noch Pfeilspitzen drauf schmieden kann. Später. Schau, Pfeilstumpf, Waffenbündel. Ja, Waffenbündel, so lustig. Was damit machen? Okay. Gut, wir kommen jetzt wieder auf diese Molarad-Insel. Wobei ich jetzt mal einen ganz anderen Weg nehmen werde. Ja, gibt's auch. Ich möchte nicht mehr diesen Mole Rats in die Hände fallen. So, als. Ja, was machen wir mit anderen? Auch so. Ich gehe nämlich mal hier auf die nackten, schroffen Felsformationen. Mal hier drauf. Vielleicht ist hier was. Ich weiß es nicht, ne? Muss ich mal gucken. Haha, da hinten ist was. Da hinten ist ein Morad. Oh, und der hat mich auch schon gleich wieder erblickt. Das heißt also quasi Modo-Risiko. Hab ich nicht abgespeichert, ich sag. Oh. Sorry für diese Kraft, für diesen Kraftausdruck. Aber jetzt werde ich doch mal eben schnell speichern. Doch noch an diesen. Sieht lustig aus. Oh, ja, ja, ja. Komm her, du Sau. Herrlich. Gut animiert, gut animiert. So. Ein bisschen verwirren. Zuhauen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, ich habe übrigens. 10 Lernpunkte erworben durch die nächste Erfahrung. Ja, die nächste ist 3000. Bei 3000. Ja. Dann wollen wir mal eben kurz wieder ein bisschen was essen. Äpfel können wir immer gut gebrauchen. Speichern. Und uns verabschieden. Ihr wisst, ich freue mich über einen Daumen, ich freue mich über den Kommentar und ich freue mich schon auf die Fortsetzung der nächsten Folgen Odyssey Auftrag des Krieges.